Moin Moin, heute möchte ich drei Märchen erzählen. Eins aus Turkestan, eins aus dem Iran und das dritte aus Russland. Ich fange mit dem Märchen aus Turkestan an. Es wird erzählt, dass besonders schöne Prinzessinnen oft nicht heiraten wollen oder es nicht können. So geschah es eines Tages, dass ein junger Padischah sich auf den Weg machte, um eine Prinzessin nur einmal aus der Ferne zu sehen. Als er in die Stadt kommt, meldet er sich am Schlosstor und bittet um eine Anstellung. Dem Gärtner gefällt der Bursche. Er nimmt ihn auf und führt ihn in die königlichen Gärten. Die Pracht der Blumen erfüllt den jungen Padischah mit großer Freude, denn er kommt aus Gulistan, was Rosenland heißt, und versteht viel von Rosen. So freut er sich, dass er sie pflegen darf. Die Zahl der Blumen verdoppelt sich durch seine Arbeit schon bald, und so hat der alte Gärtner den Burschen besonders gern. Oft erzählt er ihm von den Menschen, von den Festen und vom Leben am königlichen Hof. So erfährt er auch, wo er einmal die schöne Prinzessin sehen kann. Eines Tages versteckt er sich hinter einem Blütenstrauch, als die Narzissenäugige durch den Garten geht. Da ist der junge Padischah nicht länger Herr seines Herzens. Seine Gedanken kreisen nur noch um die narzissenäugige Prinzessin. Sie ist ja 100-mal schöner, als er es sich vorgestellt hatte. Den ganzen Tag lang hockt er zwischen den Blumen. Der Duft der Blüten berauscht seine Sinne. Wie soll er ihr nur sagen, wie sehr er sie mag? Er findet keine Lösung. Da gaukelt ein bunter Schmetterling um die Büsche herum, ruht sich auf einem Blatt aus, saugt den Nektar aus einer Blüte und setzt sich auf sein Herz. Füttere mich, ich will größer werden. Der Padischah ist ganz erstaunt, aber er pflückt einen bunten Blumenstrauß und der Falter labt sich an dem Nektar. Nun kommt er jeden Tag wieder, saugt den süßen Saft aus den Blüten des Blumenstraußes, den ihm der Padischah reicht, und wird immer ein Stückchen größer. Bald hat er die Größe des Padischah erreicht und die Farbenpracht seiner Flügel leuchtet im Sonnenlicht. Wie ein bunter Teppich schwebt er dann über die königlichen Gärten dorthin, wo die Prinzessinnen mit ihren goldenen Bällen spielen. Sie sehen den bunten Schmetterling und rufen, oh, und ah, ein Zauberfalter. Seht mal, ein Zauberfalter aus dem Märchenland. Langsam gleitet er hinab, setzt sich auf die Schulter der narzissenäugigen Prinzessin und flüstert ihr etwas ins Ohr. Sanft streicht er da mit seinem Flügel über ihre Wange und schwebt wieder davon. Die Prinzessinnen wollen wissen, was der Falter ihrer Schwester ins Ohr geflüstert hat. Aber die Narzissenäugige lächelt nur und schweigt. Nun breitet die Nacht ihren dunklen Moschusmantel über die Erde aus und der Mond steigt am Himmel empor. Als er sein mildes Licht über die königlichen Gärten ausbreitet, sieht er, zu seiner Überraschung, den Padischah. Der geht durch den Garten und verschwindet in der Rosenlaube. Voller Neugier kommt der Mond ganz dicht heran. Oh, das hätte er nicht tun sollen, denn in seinem Licht erscheinen nun der König,
die Königin, die Prinzessinnen und einige Diener. Sie wollen sich in die Rosenlaube setzen. Da erblicken sie den Gärtnerburschen und die Prinzessin Hand in Hand und Wange an Wange. Der König ist empört. Das lasse ich nicht zu, meine Tochter und der Gärtnerbursche. Wachen, packt ihn und werft ihn hinaus. Schnell erhebt sich der Padischah und stellt sich vor den König. Ich bin kein Gärtnerbursche. Ich bin der Padischah aus Gulistan. In meiner Heimat hörte ich von der Schönheit eurer Tochter und wollte sie doch nur einmal aus der Ferne sehen. Nun hat der Duft der Rosen meine Liebe erweckt. Gebt sie mir zur Frau. Der König ist ganz erstaunt. Ja, dann bist du kein Gärtnerbursche, sondern ein Fürst von hohem adligem Stand. Ja, du darfst meine Tochter heiraten. Aber sage mir noch, weißt du auch, was das höchste Gut auf Erden ist? Da zögert der Padischah nicht lange. Er denkt an den bunten Falter und schaut zu der narzissenäugigen Prinzessin. Die Liebe ist das Licht der Welt, denn sie macht unser Leben heller. Sie ist so zart wie ein Rosenblatt und gibt uns doch viel Kraft. Der König ist hoch erfreut. Die Königin und die Prinzessinnen schauen glücklich zu den duftenden Rosen. Und dann wurde Hochzeit gefeiert. Es war ein Fest wie Milch und Honig. Und es wird erzählt, dass die Rosen im Garten dieser Liebe nie verwelkten.